So, noch einmal zurück ins Wahlstudio. Zu Gast ist jetzt Michael Metten, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Metten, für Sie wahrscheinlich ein sehr gemischter Abend. Die CDU ist immerhin nach wie vor die größte und stärkste Partei im Stadtrat. Okay, das war sowieso klar, glaube ich. Aber Sie haben Ihren Bürgermeisterkandidaten nicht durchbringen können. Und bei der Stadtratsmehrheit sieht es im Moment zumindest auch so aus, als ob die Ampel tatsächlich eine Mehrheit hat oder zumindest knapp vorne liegt. Das Gesamtergebnis aus Ihrer Sicht? Ja, also erstmal einen herzlichen Glückwunsch an Frank Stein. Er hat im ersten Wahlgang gewonnen. Das ist ein tolles Ergebnis für ihn, ein tolles Ergebnis für die Ampel. Das ist gar keine Frage. Bei uns sind gemischte Gefühle. Die Traurigkeit überwiegt. Es würde lügen, wenn ich sagen würde, dass bei uns große Freude herrscht. Wir haben 20 Wahlkreise jetzt gewonnen. Vielleicht wären es noch 21. Das müssen wir gleich mal schauen. Einer wird ja noch immer ausgezählt. Insofern ist die CDU noch in der Breite dieser Stadt in den Wahlkreisen vertreten. Das ist uns das Wichtigste. Und dennoch haben wir das Ziel verpasst, den Bürgermeister zu stellen. Wir haben das Ziel verpasst, so starke Fraktion zu sein, dass wir federführend Gespräche führen können. Woran hat es gelegen? Ich meine, klar, die Grünen haben deutlich zugelegt, die SPD hat deutlich verloren, die FDP ist einigermaßen stabil, die CDU hat, jetzt weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht genau, also unwesentlich würde ich sagen, verloren. Ja, 4% oder sowas. Gut, 4% ist nicht ganz unwesentlich, aber trotzdem eben halt kein so großer Erdrutsch. Sortiert sich die politische Lage einfach komplett neu hier in Bergisch Gladbach oder was sehen wir hier? Also ich glaube, wir müssen das Ganze ein Stück weit vor dem Landestrend auch sehen. Da sind auch die Grünen im Aufwind. Wir haben so eine kleine Vorahnung bei der Europawahl bekommen. Da war das Ergebnis noch ganz anders. Insofern haben wir gut und stark gekämpft. Ich glaube, wir haben schon vor allem eben in den städtisch geprägteren Bereichen sind die Grünen sehr stark im Aufwind. Und das sind die Bereiche, die eigentlich, wo wir auch stark waren. Lange Zeit waren wir auch in unserer Abgrenzung zu den anderen Parteien auf die SPD fokussiert. Das ist nicht mehr der Hauptgegner. Der Hauptgegner sind die Grünen. Und insofern sind wir mit Sicherheit an einem Umbruch und einer deutlichen Verschiebung der Mehrheiten in Bergisch Gladbach. Die CDU hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr eigentlich bereits schon auch sehr, sehr viele grüne, in Anführungsstrichen, grüne Themen initiiert, angeschoben, die man früher eben halt eher bei den Grünen und weniger bei der CDU vermutet hätte. Genauso wie die FDP haben auch Sie gesagt, natürlich haben wir in der letzten Zeit einiges erkannt und einiges geändert. Bei den Wählern, wenn es um die Wahl geht, scheint es aber Ihnen dann noch relativ klar zu sein, wer die Grünen Themen will, der nimmt auch die Grünen und jetzt nicht die FDP oder die CDU. War die Strategie da vielleicht etwas falsch, dass Sie nicht klarer die Unterschiede herausgearbeitet haben? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben, wenn wir es auf die Ratsperiode zurückschauen, bin ich überzeugt und auch die Fraktion, dass wir viele richtige Entscheidungen für Bergisch Gladbach getroffen haben. Und das wird man auch in der Zukunft sehen, dass diese Entscheidungen richtig waren. Also wir sind unseren Werten gefolgt, wir sind auch unserem Wertekompass gefolgt. Wir würden wenige Entscheidungen, glaube ich, auch heute in Kenntnis des Wahlergebnisses anders treffen. Dafür stehen wir und davon sind wir auch überzeugt, im Herzen und auch im Verstand. Vielleicht haben wir gewisse Themen im Bereich Klimaschutz grundsätzlich, das habe ich immer gesagt, auch zu spät erkannt. Vielleicht hätten wir sie noch früher wahrnehmen müssen, auch noch früher mit bedienen müssen. Da hat auch in den letzten ein, zwei Jahren natürlich sich die Welt verändert. Da hat eine junge Dame aus Schweden hat letztendlich mit Sicherheit einen großen Anteil an diesem Wahlergebnis. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und deswegen wird es jetzt auch spannend sein, wie das Ampelbündnis das umsetzt, wie lange auch Friede und Einigkeit in diesem Ampelbündnis herrscht. Es werden mit Sicherheit 3, 4 Entscheidungen anstehen, die jetzt relativ einfach gehen. Danach wird es aber auch spannender werden und dann schauen wir mal, wie es in der Sachpolitik ausschaut. Frank Stein hatte vorhin ein nicht gerade Kooperationsangebot, aber gesagt, also wir werden natürlich mit der CDU als stärkster Partei zusammenarbeiten und auch möglichst eng zusammenarbeiten. Wie verstehen Sie Ihre künftige Rolle unter der Voraussetzung, die CDU ist in der Opposition, das Ampelbündnis hat eine, wenn auch knappe Mehrheit? Also es ist eine gute Tradition, immer erstmal über so etwas eine Nacht zu schlafen und mal die Emotionen sacken zu lassen und morgen mal wieder mit einem nüchternen Blick, auch wenn bei uns, glaube ich, heute Abend sehr wenig Alkohol getrunken worden ist, weil es wenig Anlass zur Freude gab, auf die Themen zu schauen, dann die ganz sauber mal zu sortieren, dann kennen wir auch mal das Endergebnis. Ja. Es sind auch einige Wahlkreise sehr, sehr eng. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sinnvoll ist, den einen oder anderen noch mal auszählen zu lassen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie schlechte Verlierer sind oder so etwas. Also das bitte nicht falsch verstehen, aber da schauen wir noch mal genauer hin. Und dann werden
werden uns mal die Gedanken machen und da werden wir auch wissen, wer nun wirklich stärkste, also dass wir die stärkste Fraktion sind, ist klar, aber wie sieht es genau mit der Sitzverteilung aus? Ja. Das ist nicht ganz einfach zu berechnen, da muss man über Überhangmandate müssen gerechnet werden und so weiter. Dann schauen wir uns das an. Es ist klar, dass wir ein solches Gesprächsangebot auch annehmen werden. Wir werden mit Sicherheit konstruktiv in diesem Rat arbeiten. Das ist auch ein Stück der Kern-DNA der CDU, dass wir nicht auf bockige Opposition schalten, sondern versuchen, immer Dinge mitzugestalten. Herr Metten, herzlichen Dank. Gerne. Bis demnächst. Bis bald.